Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Talk Fragen Info Videos. Ich habe mal wieder ein paar Infos für euch jetzt, gerade serviert ich heute am Freitag, denn ich bin ja morgen weg in Dänemark und deswegen müssen jetzt nochmal ganz schnell Infos raus. Erstens, was die Hintergrundmusik, die ihr jetzt immer noch hört, das ist immer noch die alte. Ich werde möglichst schnell, hoffe ich, also nach den Ferien, nach dem Urlaub dann, versuchen eine neue zu machen, die besser zu mir passt. Es gab Beschwerden, die gesagt haben, die passt gar nicht zu deiner Stimme. Das kann ich auch verstehen. Und das wird sich dann, soweit ich dann Zeit habe, wieder ändern. Dann macht euch mal keine Sorgen. So, das sei zudem gesagt. Kommen wir zur nächsten Info. Und zwar gibt es dieses Wochenende leider keinen Mario Kart Termin. Ich glaube, heute wäre. Nee, heute. Ich glaube, dieses Wochenende wäre Mario Kart Wii dran gewesen, ne? Das heißt, dieses Wochenende nicht, nächstes Wochenende aber. Und ich kann schon den Termin sagen. Und zwar wird das Sonntag sein. Denn ich komme nächste Woche Samstag wieder zurück. Werde dann erstmal ein bisschen schnell in meinem Video, was ich dann so da gedreht habe, ne? Und so. Mal gucken, wann das rauskommt, das weiß ich noch nicht. Kann ich auch nicht sagen, weil ich noch nicht sagen kann, wie viel Videomaterial das sein wird. Na, am Sonntag werden wir dann irgendwann zu irgendeiner Uhrzeit dann den Termin haben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Okay, nicht, dass ihr fragt, wann ist der Termin? Und vor allen Dingen, ich mache normalerweise immer mittwochs Infoparts, damit ihr möglichst früh wisst an dem jeweiligen Wochenende, wann der Termin stattfindet. Jetzt habe ich es erstmal Freitag. Jetzt diesen Part hochgeladen. Ich hätte ihn auch schon früher machen können, aber naja, ich wollte noch auf ein paar Informationen warten. Dazu komme ich später noch. Und ich würde sagen, das könnte man schon jetzt sein lassen mit der Info. Ich denke mal, ihr habt es alle verstanden. Kein Mario Kart Termin diese Woche. Das geht erst nächstes Wochenende wieder los. Okay, ich möchte jetzt zu was nennen kommen. Und zwar zu Professor Layton. Ich habe das Spiel mittlerweile durchgespielt von der Story her. Ja, ich habe es durchgespielt, habe jetzt Vorrat für einen ganzen Monat an diesem Spiel. Es hat mir sowas von Spaß gemacht. Das ist ja mein erstes Blind Let's Play. Und es war einfach so geil. Es war wirklich Hammer. Ich würde sagen, das beste Spiel bis jetzt von der Layton-Serie. Okay, mir fehlt nur noch ein Part, dann hätte ich wirklich einen ganzen Monat voll. Für den 20.07. Und ja, das Spiel hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich muss allerdings die letzten zwei Parts nochmal neu aufnehmen. Die sind ein bisschen blöd geworden. Aufgrund dessen ist meine Kamera dann ausgefallen. Also ich habe so viel aufgenommen, dann ging meine Kamera irgendwann aus. Zweimal hintereinander, denn ich war mitten in einem Dialog. Da ging sie schon mal aus, also hätte ich schon vorher geahnt, habe schon vorher Pause gemacht. Und jetzt mitten im Dialog kann ich ja nicht speichern, muss schnell die Kamera so weit wie möglich aufladen, soweit ich meine, dass sie weitere 15 Minuten durchhält, damit ich das schaffe, den Dialog noch weiterzumachen. Ne? Ich kann ja nicht ewig anbleiben. Und dann hat das auch nicht ganz funktioniert. Das hat nicht gereicht für 15 Minuten. Also es hat jetzt. Ein Part war 12 Minuten, einer war 9 Minuten lang. Nee, das mache ich nicht. Und ich habe jetzt schon so viel auf Vorrat. Das heißt, nach dem Urlaub kann ich dann wieder neu anfangen. Also diese zwei Parts jetzt zum Schluss, ganz bis zum Ende der Story, das geht schon klar. Aber mittlerweile weiß ich dann schon, die Story, das heißt, bis zu einem gewissen Punkt kenne ich die Story noch nicht. Und dann kenne ich sie. Und das werdet ihr wahrscheinlich dann auch merken, dass ich nicht so überrascht gucke. Denn der allerspannendste Teil kommt wirklich am Ende. Und den finde ich echt genial. Also freut euch drauf. Ihr werdet euch Spaß haben. Ich muss ja heute noch anfangen. Fällt mir gerade ein. Heute ist der Freitag, der letzte Tag, wo ich jetzt noch was machen kann hier in Deutschland, ne? Weil ich hier noch Internet habe. Dann muss ich jetzt mit der ganzen Videobeschreibung aller Videos ja, machen, schreiben, die an diesen, die dieser nächsten Woche dann veröffentlicht werden. Genau. Sonst bin ich eine Woche nicht da und ihr habt keine Videobeschreibung unten, weil ich da nicht drankomme. Wäre ja blöd. Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als ich wieder angefangen hatte, wieder zu Let's Playen, nach der längeren Pause, sind ja bei einigen Parts so ein bisschen ein paar Nebengeräusche aufgetaucht. Hat man das gehört? Es ist jetzt kurzfristig wieder eingetreten, und zwar beim Mario Kart 7, ich glaube beim 29. Part, das heißt beim ersten Grand Prix des letzten Termins. Da habe ich zumindest welche gehört. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß immer noch nicht, woher das kommt. Ich habe Vermutungen, es hängt damit zusammen, wie der Akkustand von der Kamera ist. Aber ich kann da keine Beweise zu geben. Deswegen weiß ich nicht. Ich wollte euch nur mal vorwarnen. Vielleicht ist euch ja auch was aufgefallen. Obwohl mir eigentlich mehr auffallen könnte als euch. Denn ihr wisst ja zu dem Zeitpunkt nicht, wenn ihr ein Part seht, wie stark meine Kamera aufgeladen ist. Aber das soll jetzt egal sein. Kommen wir mal zur letzten Info. Ich möchte mal wieder ein bisschen über Pokémon X und Y reden. Über Neuerungen und auch Sachen,
die schon etwas älter bekannt, schon länger bekannt gegeben worden sind, aber man hat noch nie wirklich drüber geredet. Dazu komme ich gleich. Erstmal kommen wir zu den neuen Pokémon. Habe ich ja schon mal erwähnt. Die haben jetzt schon seit längerem einen deutschen Namen, beziehungsweise ist bekannt gegeben worden. Zum Beispiel von der ersten Käfer-Evolutionsreihe: Porommel, Poponcho und Vivillon. Ja, das erste Pokémon heißt Porommel. Das hieß vorher anders irgendwie. Mit nach einer Muschi auf jeden Fall. Also den letzten Kofumu. Keine Ahnung, wie es hieß im Japanischen, aber das Muschi habe ich mir gemerkt. Aber heißt jetzt Purmel, ist eigentlich ganz süß. Purmel. Total süß. Und so sieht es ja natürlich auch aus. Und natürlich gibt es noch Flabébé, das Fee-Pokémon, wobei man denken könnte, das wäre zum Teil wirklich eher eine Pflanze. Man sagen kann, gut, Pflanzefee wäre auch in Ordnung gewesen, aber nur Fee ist wirklich blöd. Das ist jetzt der deutsche Name, Flabébé, und da gibt es zwei Apostrophe über den Bs, das heißt, die werden besonders betont. Flabébé. Ne? Kommt sich komisch an, aber was ich am süßesten finde, ist immer noch das Löwenbaby-Pokémon vom Typ Normal Feuer. Heißt Leufeo. Total süß, das passt auch. Ich bin über die Entwicklung gespannt. Naja, das sind bis jetzt die bekannten Namen der Pokémon. Und was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, wenn wir uns mal wieder Datiri zuwenden, dem Normalflug-Pokémon. Es gibt ja immer ein Normalflug-Pokémon jeder Edition, sei es ein Taubsi, der sich zu Tauboga entwickelt, ein Huthut zu Noctu, dann haben wir noch Schwalbini zu Schwalbos, Staralili zu Staraptor. Und dann hatten wir noch, wie hieß es noch? Jetzt fällt mir gerade nachher. Irgendwas mit der Taube und dumm. Dusselgur, genau. Dusselgur hieß es ja. Ja. Dusselgur wurde auch, glaube ich, zu Fasersnob oder so hieß es, ne? Ja. Waren bis jetzt eigentlich alles Normalflug-Pokémon? Ist ja jetzt was anderes geworden. Datiri wurde dann zu Fiaro. Aus Normalflug wurde Feuerflug. Und ich habe da eine Vermutung. Also erstmal ist es ein super Typ. Finde ich klasse. Und zwar kommt Fiaro aus der Mischung zwischen den englischen Worten Fire, also das Fi kommt von Fire, und das Aro kommt von Arrow. Arrow. Also Arrow heißt es, ja, so wird es ausgesprochen. Arrow ist das englische Wort für Pfeil. Das heißt auf Deutsch gesehen Feuerpfeil. Und Pfeil ist ja immer so ein Symbol für Geschwindigkeit. Man kann sich denken, wenn ein Pokémon einen Feuerflugtyp hat und als Feuerpfeil bezeichnet wird, kann man sich denken, dass es eine ziemlich hohe Geschwindigkeit hat. Das wäre zumindest jetzt meine Auffassung davon, das wäre meine Vermutung. Finde ich eigentlich persönlich recht passend eigentlich. So sieht es eigentlich auch aus. Es kann schnell sein. Es soll ja auch auf einen Bussard basieren. Einen Bussard. Ich habe solche Spiele mit der Aussprache. Und die sind normalerweise ja auch gar nicht langsam. Deswegen passt das eigentlich. Und ich bin echt schon gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Ja, was die neuen Pokémon betrifft, glaube ich, da ist nicht mehr wirklich viel zu sagen. Was mir aber einfällt, ihr solltet mal auf YouTube was anderes gucken. Und zwar unter einem Video, wo Mewtwo zu seiner Erwachensform wird. Das kann man auf YouTube nachgucken, wo Mewtwo sich verwandelt. Es taucht ja im 16. Pokémon-Film auf. Als fünf Genesekt irgendeine Stadt bedrohen. Und dann kommt Mewtwo, das sich dann in seine neue Form verwandelt und dann seinen Gegenangriff startet. Das war eigentlich recht interessant zu sehen. Könnte ich auch mal gucken. Ich habe jetzt den Link nicht unten, aber sucht einfach mal. Ihr werdet es schon finden. Dann sucht einfach unter Mewtwo, irgendeine Form. Also 16. Pokémon-Movie. Das würde eigentlich schon reichen. Ja. Ich glaube, mehr ist dazu nicht gegeben. Aber jetzt komme ich mal zu einer Sache, die schon länger feststeht, die ich schon meinte und mit der noch gar nicht geredet worden ist. Es gibt ja auch neue Attacken. Neue Attacken werden hinzugefügt. Die sind auch schon mit Bildern bekannt gegeben worden. Jetzt gucke ich gerade mal. Und übrigens ist auch schon bekannt, was einige Pokémon so für Attacken lernen können. Die fünf Starter, die fünf Starter, die drei Starter-Pokémon werden auf ihrem ersten Level, das heißt Level 5, bereits Attacken ihres Elements haben. Das heißt, Froxy zum Beispiel hat schon den Blubber, ich glaube, Fingst hat schon Glut und Igamaro hat, glaube ich, Rankenhieb, wenn ich mich nicht irre. Und das schon auf Level 5. Start wie sonst immer bei den vorherigen Editionen, bei Level 7 oder Level 10 erst, das gibt's auch. Nee, ich sehe es hier gerade, ja genau, Glut, Rankenhieb und Blubber. Das ist auf Level 5 bin ich schon, ich habe es gerade gelesen. Und ja. Kommen wir mal zu anderen Attacken, und zwar Uhafnir, ein Pokémon, wie gesagt, das ich jetzt nicht so schön finde vom Namen, wird eine neue Attacke beherrschen, die nennt sich Überschallknall. Ja? Wenn man mal so betrifft, so bedenkt, das betrifft irgendwie auch das, was man vermutet hat mit neuen Typen. Versteht das? Wenn ihr Uhafnir euch so mal anguckt,
Könnte man denken, es hätte einen anderen Typ. Also es ist ja vom Typ Flugdrache. Man hat vorher, bevor es bekannt gegeben worden ist, dass es den Feentyp gibt, hat man ja vermutet, entweder Typ Licht oder auch Typ Sound. Und hätte es den gegeben, wäre Uhafni bestimmt ein Sound-Pokémon geworden und Überschallknall mit Sicherheit auch eine Soundattacke, falls es das gegeben hätte, wofür ich nicht so stark gewesen wäre oder dafür gestanden hätte. Auf jeden Fall, Überschallknall passt zu Uhafni, weil es so zwei Lautsprecher oben auf dem Kopf hat, glaube ich. Zumindest sieht es so aus meiner Sicht aus. Und Überschallknall ist eine Attacke, die alle Pokémon treffen. Wirklich alle, außer den Anwender. Das heißt, sei es mal ein Dreierkampf oder so oder ein Doppelkampf, alle Pokémon werden getroffen, außer der Anwender. Auch die Freunde, ja. Ich hatte noch eine andere Attacke gesehen. Genau, von Iguana. So hieß es doch, oder? Iguana, genau. Wird eine neue Elektroattacke beherrschen, die sich, glaube ich, Parabolladung nennt oder so. Ne, Parabolladung. Eine ganz besondere Attacke ist vergleichbar mit der Kampfattacke Ableitip. Das heißt, mit Parabolladung greift man an und dafür kriegt man KP zurück. Ich glaube, so war das. Ich muss noch mal nachgucken, ob ich das hier irgendwo noch wiederfinde. Ich habe es nämlich nicht mehr gefunden. Ich finde es nicht mehr. Ich suche hier gerade übrigens auf der PokéWiki-Internetseite. Da könnt ihr immer noch wieder reingucken, denn dann werdet ihr immer auf dem neuesten Stand sein. Denn da habe ich auch meine Informationen her. Wo habe ich das denn? Ich finde es gar nicht mehr gerade. Aber naja, ich glaube, es gibt noch eine Attacke. Wie hieß es noch? Kampfgebrüll kann das sein? Eine Attacke, die, glaube ich, Leufeo beherrschen wird. Sehr interessant, glaube ich. Das ist wieder so eine Attacke, die nach Anwendung dafür sorgt, dass man selbst ausgetauscht wird, wie Cardwending zum Beispiel. Dann wird einer selbst ausgetauscht und ein netter Nebeneffekt, gleichzeitig wird beim Gegner der Angriff und der Spezialangriff um eine Stufe gesenkt. Das war schon heftig. Das finde ich noch eine sehr starke Attacke, zumindest hört sie sich danach an. Und die kann man durchaus öfter sehen in dem Spiel wahrscheinlich, weil sie sehr, sehr stark ist. Ich denke mal, zu neuen Attacken sei schon alles gesagt, oder? Oder wisst ihr über mehr Attacken Bescheid als ich? Dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich muss mich jetzt beeilen, bevor der Part zu lang wird. Kommen wir noch zu den letzten Unterthema, und zwar zur Story. Ihr könnt übrigens auch gern mal dazu wieder ein Video auf YouTube ansehen. Darum geht es auch um Pokémon X und Y und neue Sachen. Es ist ja so, dass man sonst immer ein bis zwei Rivalen hatte. Also zwei Rivalen jetzt wie zum Beispiel in Pokémon Schwarz und Weiß. Aber dieses Mal sind es sogar vier. Ja, wir sind eine Fünfertruppe. Wir selbst, entweder als der Protagonist, der eigentlich Kalem heißt, oder die Protagonistin Serena. So würden sie normalerweise heißen. Nehmen wir mal den jeweils anderen, dann würden sie auf jeden Fall so heißen. Und dann wären noch drei andere Leute da. Jetzt habe ich den Namen leider vergessen von den dreien. Jedenfalls ist es eine Fünfertruppe und jeder hat ein anderes Ziel. Wie zum Beispiel, wie gesagt, man lässt sich denken können, wir versuchen einfach alle möglichen Arena-Orden zu sammeln und der beste Trainer der Welt zu werden und so weiter. Der eine, bei dem, wo man es überhaupt nicht erwartet, ist Tenser, das ist der Dickere. Und da gibt es noch so einen Nerd, würde ich mal sagen, der versucht, seinen Pokédex zu vervollständigen und so weiter und so fort. Können wir nachgucken. Und es ist schon die erste Arena-Leiterin ist bereits bekannt gegeben worden. Und zwar heißt sie Viola. Sehr interessanter Name, denn es gibt bereits in Johto eine Stadt, die sich Viola City nennt. Und da gab es auch eine Arena, und zwar eine Flug-Pokémon-Arena. Viola selbst allerdings trainiert Käfer-Pokémon. Ich glaube, sie ist auch der erste Arena-Leiter. Das ist auch mal wieder was Neues, dass man mal Käfer zuerst sieht. Und ich glaube, die Stadt, in der sie ihre Arena hat, heißt, wie sie noch? Ich habe es ganz vergessen. Sie hat da auch einen Wald. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht. Habe ich es denn noch gelesen? Ich suche gerade mal. Novaria City. Genau, so hieß, glaube ich, die Stadt. Ja, da habe ich es. Da gibt es auch einen Novaria-Wald zu. Da gibt es auch ein Bild, wo wir fünf als Fünfer-Truppe da in diesem Wald sind. Und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, sonst wird der Part wirklich zu lang. Jetzt sehe ich auch gerade die Namen der anderen Freunde, nämlich Sanna, Tierno und Trovato, so heißen die anderen drei jeweils, die auf jeden Fall festgelegt sind. Die Anfangsstadt ist übrigens auch schon bekannt gegeben worden, Eskizia, so heißt die Anfangsstadt, sehr schöner Name. Und es gibt ganz neue Kampftechniken, Kampfarten. Man kannte ja auch schon aus dem die letzten Neuerungen aus dem letzten Spiel, und zwar Reihumkampf und Dreierkampf. Es gibt jetzt ganz zwei neue Arten, und zwar Luftkämpfe. Pokémon, die sich nur in der Luft, also nur Pokémon, die sich in der Luft bewegen können. Seien es entweder Flug-Pokémon, Drachen-Pokémon oder auch Geist-Pokémon, die schweben können. Und dann gibt es noch sowas bei wilden Pokémon unter Massenbegegnung. Das heißt, normalerweise ist es immer so 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Nein, es können manchmal fünf wilde Pokémon auf einmal antreten gegen einen von unseren Pokémon. Das ist schon echt heftig.
Aber eine interessante Neuerung, macht auch mehr Sinn. Man muss ja nicht immer einen Pokémon gleichzeitig begegnen. Ich würde sagen, bevor der Part zu lang wird, muss ich ihn jetzt beenden. Ich glaube, ich hätte noch mehr Infos gehabt, aber egal. Schaut nochmal unten in die Videobeschreibung. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Talk Part. Soll heißen, nach dem Urlaub. Vielleicht sehen wir uns dann auch schon im Abonnenten-Special, 250 Abonnenten-Special vom Dänemark-Urlaub oder auch in einem anderen Let's Play Part. Bis dann und auf Wiedersehen.